Hallo bei Bildner TV und zur aktuellen Canon PowerShot G5X Mark II. Wir verschaffen euch heute einen Überblick über die Videofähigkeiten der edlen PowerShot. Die zweite Generation der G5X hat ein paar wichtige Updates erhalten, die aus der kleinen Taschenkamera eine durchaus akzeptable Filmerin machen. Sie kann 4K aufzeichnen, sie kann Highspeed-Aufnahmen und wenn man es ganz professionell mag, man kann auch einen externen HDMI-Rekorder anschließen. Schauen wir mal, wie sie sich in der Praxis schlägt. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich freue mich, dass ihr wieder bei Bildner TV vorbeischaut, eurem YouTube-Kanal für Tipps zum digitalen Leben. Ich habe mir die neue PowerShot G5X Mark II von Canon für euch genauer angesehen und kann euch jetzt schon eins versprechen. Alles, was man von einer modernen, kompakten Kamera wie einer G5X Mark II erwartet oder erwarten kann in Sachen Video, erfüllt die Kamera auch. Also Familien- und Urlaubsvideos sind absolut kein Problem. Auch Makrovideos, also extreme Nahaufnahmen, funktionieren ganz gut. Zeitraffer klappen, auch Highspeed-Aufnahmen von Bewegungen, also Zeitlupenaufnahmen, die dann ziemlich cool aussehen. Aber leider gibt es auch ein paar kleinere Einschränkungen. Heute erwartet man von einer Kompaktkamera mit Videofunktion ja auch Selfie-Fähigkeiten. Falls man mal ein persönliches Statement auf YouTube hochladen möchte oder so, oder auch irgendwie was Interessantes fürs Urlaubsvideo braucht. Also mal abgesehen von den rein technischen Daten, auf die ich nachher noch eingehe, hat die G5X Mark II ein paar Fähigkeiten, die für Vlogger, also für Leute, die sich selber aufnehmen und was erklären, durchaus interessant sein könnten. Hier sieht man schon, die Kamera hat ein schwenkbares 3 Zoll Display, das nach unten schwenkbar ist, also hier sieht man es, nach unten 45 Grad, aber interessanterweise eben auch um 180 Grad nach vorne schwenkbar. Eine kleine Einschränkung hier zum Thema Vlogging. Es gibt von Canon eine aktuelle Kamera, die M200. Bei der kann man auch, die positioniert sich auch als Vlogger-Kamera, bei der kann man eben auch dieses Display nach vorne klappen. Allerdings, ein kleines Feature hat sie, das die G5X Mark II nicht hat. Sie hat nämlich auf dem Display, wenn man es nach vorne klappt, einen roten Record-Button. Das heißt, man muss nicht hinten rumfummeln und irgendwo den roten Knopf drücken, um ein Video zu starten, sondern man kann hier auf dem Touch-Display vorne auch die Videoaufnahme starten. Also das hat die G5X Mark II nicht. Was ja ganz wichtig ist fürs Vlogging, also für Selfie-Videos, aber auch ganz allgemein für Familienvideos, für Urlaubsvideos, dass die Kamera zuverlässig Gesichter erkennt und Gesichter in der Schärfe hält. Also das kann die G5X Mark II sehr gut. Allerdings würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt in schummrigen Innenräumen auf die Gesichtserkennung setzen. Aber draußen in der Sonne, wenn es hell ist, also wenn die Umgebung passt, wenn viel Licht da ist, dann funktioniert die Kamera sehr, sehr zuverlässig. Man stellt die AF-Methode am besten über das Quick-Menü hier hinten, über die Taste Q bzw. Set ein. Schauen wir das mal an. Man drückt hier drauf und dann erscheint auf dem Monitor eben das Quick-Menü. Hier auf der linken Seite befinden sich einige Befehle oder die wichtigsten Befehle, um Videos zu steuern. Hier an der zweiten Stelle ist da die Autofokus-Methode. Also die ist standardmäßig eingestellt auf die Gesichtserkennung und Verfolgung. Wenn man über das Wahlrad hinten nach rechts klickt, dann kann man auch den Einzelfeld AF auswählen. Dann wählt man praktisch einen einzigen Punkt aus, der hier so aussieht, also ist dann mit einem Rechteck umrahmt. Und dieser Punkt wird dann scharf gestellt und in der Schärfe gehalten. Allerdings ist die Methode Gesichtserkennung und Verfolgung für die allermeisten Situationen, wenn man mit Menschen zu tun hat, die bessere Methode. Und wo wir schon bei den technischen Daten, bei den Einstellmöglichkeiten in Sachen Video sind, schauen wir uns das mal kurz an. Ich gehe jetzt allerdings ins Kameramenü über die Taste Menü, um euch mal sämtliche Befehle zu zeigen, die wichtig sind in Bezug auf das Videofilmen. Hier im Kameramenü halt nochmal zurück, nochmal eine kleine Anmerkung. Man muss natürlich, um zu filmen, hier oben auf dem Modus-Wahlrad den Modus für Videos einstellen. Man kann zwar auch in den Fotomodi einfach durch Drücken der roten Record-Taste hier hinten ein Video starten, aber wenn ich jetzt bewusst Videos aufnehme, stellt man hier oben am Modus-Wahlrad
den Aufnahmemodus für Videos ein. Und wenn man dann auf die Taste Menü hier hinten drückt, dann erhält man ein spezielles Kameramenü, in dem eben vor allem die Befehle fürs Videofilmen zu finden sind. Hier an erster Stelle der Aufnahmemodus. Da geht es darum, möchte ich jetzt meine Videos vollautomatisch belichten, möchte ich sie manuell belichten und dann eben Blende, Verschlusszeit und ISO-Wert manuell einstellen, das ist was für Fortgeschrittene. Oder wenn ich jetzt irgendwo in Innenräumen bin, wo sehr hohe Kontraste sind, dann bietet sich dieser Modus HDR an. Da sollte ich dann allerdings nicht mit allzu heftigen Bewegungen arbeiten und am besten noch mit Stativ. Wir lassen es jetzt mal hier bei der automatischen Videobelichtung und gehen wieder zurück. Hier ganz wichtig, Movie-Aufnahmequalität. Hier geht es darum, mit welcher Framerate und mit welcher Auflösung ich denn Videos aufnehme. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, die Kamera kann 4K-Auflösung. Das heißt, diese Auflösung von 3840x2160 Pixeln. Allerdings nur mit 25 Bildern pro Sekunde, wobei nur auch relativ ist. Ein 4K-Video mit 25 Bildern pro Sekunde ist das, was ich mir im Internet ständig irgendwo ansehe, auf YouTube oder so, wenn es denn überhaupt schon 4K ist, mal abgesehen davon. Aber 25 Bilder pro Sekunde reicht eigentlich für alles. Wenn ich denn Zeitlupen machen wollte in 4K, dann bräuchte ich die doppelte Bildrate, 50 Bilder pro Sekunde oder noch mehr. Das liefert die kleine G5X Mark II allerdings noch nicht. Das ist eher den hochpreisigeren Kameras vorbehalten. Schauen wir mal weiter. Also wir haben 4K-Möglichkeit, wir haben Full HD in 25 Bildern pro Sekunde, 50 Bildern pro Sekunde und dann eben diese HD-Aufnahme. Das ist die kleine HD-Aufnahme 1280x720. Von der rate ich mal grundsätzlich ab, weil das sieht auf keinem Computer mehr gut aus heutzutage und auf einem Handy auch nicht. Also mindestens Full HD in 25 oder 50 Bildern pro Sekunde. Lassen wir es hier mal bei dem Standard 25 Bilder pro Sekunde Full HD. Was hier unten kommt, hohe Bildrate, wenn ich das aktiviere, dann kann ich, wie man hier oben schon sieht, Bildern in Full HD, also 1920x1080, mit 100 Bildern pro Sekunde machen. 100 Bilder pro Sekunde heißt, ich kann die Geschwindigkeit reduzieren auf 25 Bilder pro Sekunde, habe also dann eine vierfache Zeitlupe. Also das ist eine ziemlich coole Sache, um schnelle Bewegungen richtig langsam zu zeigen in der klassischen Zeitlupenaufnahme. Wie gesagt, es geht nur in Full HD, was heißt nur, es reicht für Standard-YouTube-Videos und auch für die meisten Fernseher komplett aus. Ihr seht schon, die G5X Mark II ist zwar klein, aber doch vollgestopft mit Funktionen, mit Details, die man auf den ersten Blick noch nicht so erfassen kann. Also wenn ihr euch den Einstieg in diese Kamerawelt mit der G5X erleichtern wollt, schaut in unserem Online-Shop vorbei. Da haben wir ein Buch für euch, sowohl in gedruckter Form als auch als E-Book, vom erfahrenen Autoren- und Fotografen-Duo Kyra und Christian Sänger geschrieben. In diesem Buch wird wirklich alles zum Thema Videofilmen mit der G5X Mark II, aber natürlich auch zum Fotografieren, zum Autofokus, zu allem Möglichen, was man über die Kamera wissen muss, erklärt. Also schaut im Shop nach. Ich bin mir sicher, das Buch wird euch weiterhelfen und den Einstieg deutlich erleichtern. Schauen wir nochmal weiter ins Menü. Wir haben die hohe Bildrate habe ich jetzt mal deaktiviert gelassen, die ganz normale Movie-Aufnahmegröße 25p Full HD. Ich habe hier Möglichkeiten, um den Ton zu optimieren. Der Windfilter, der ist automatisch an und dieser Windfilter, der sorgt dafür, wenn ich im Freien fotografiere, wenn der Wind hier oben über die Mikrofonöffnungen streicht, dass dieses typische Windwummern reduziert wird. Da ist jetzt tatsächlich gleich der große Knackpunkt bei der G5X Mark II zu nennen, nämlich die Audiofähigkeiten. Die sind meiner Meinung nach leider sehr eingeschränkt. Ich kann nämlich kein externes Mikrofon anschließen, was ich extrem schade finde. Denn diese Kameramikros, also diese internen Stereomikrofone, die hier oben sind, die sind wahnsinnig windanfällig. Also wenn ich draußen bin, am Meer, irgendwo Brandung und Wind, dann wummert es kräftig, trotz dieses Windfilters, den man zuschalten kann. Also ein externes Mikrofon wäre schon wirklich hilfreich, wenn ich denn auch sauberen Ton brauche.
Das ist auch eben der Knackpunkt jetzt für Vlogger, wenn ich draußen irgendwo bin, gerade Reisevlogger oder so, die mal draußen irgendwo auf einem Plateau stehen und der Wind pfeift, dann braucht man einfach ein externes Mikrofon mit einer Deadcat, also mit dem Windfell, um Windgeräusche zu reduzieren. Und da reicht eben dieser Filter, den man hier übers Kameramenü einstellen kann, bei Weitem nicht aus. Auch Dämpfung, gut, Dämpfung, da geht es darum, dass die Tonaussteuerung so läuft, dass zu laute Töne abgeschnitten werden. Das heißt, man verhindert durch den Befehl Dämpfung ein sogenanntes Clipping, also dass Verzerrungen auftreten. Wenn ich zum Beispiel irgendwo bei einem Konzert filmen würde und da kommen sehr laute Töne irgendwo daher, dann würde die Kamera automatisch diese sehr lauten Töne abschneiden und reduzieren. Es ist auch so eine Sache, das ist gut für Familienvideos, wenn die Tonhöhen, die Tonlautstärken nicht allzu extrem werden, aber gerade diese Situation, wenn ich irgendwo auf einem Konzert bin oder so und mal mitschneiden möchte oder mitfilmen möchte, da kann es schon wirklich zu seltsamen Audioaufzeichnungen kommen. Da wäre meiner Meinung nach ein externer Rekorder auf jeden Fall besser. Gut, ein externes Mikrofon mit einer manuellen Tonaussteuerung wäre das Optimum, aber das hat halt die G5X Mark II leider nicht. Eine Sache ist ja ganz wichtig beim Videofilmen, vor allem wenn man kein Stativ dabei hat, dass man die Filme trotzdem relativ ruhig hält, weil es gibt nichts Schlimmeres als wackelige Videos, außer man hat diesen Stil jetzt geplant für irgendeinen Feature-Film oder so. Aber für Familienvideos sieht es eigentlich immer ziemlich trostlos aus, wenn man mit der Kamera rumläuft und alles wackelt. Dazu hat die Kamera einen Bildstabilisator und da gibt es auch einen Menübefehl, den wir uns mal kurz angucken. Der befindet sich hier im fünften Register am Anfang. Der heißt IS-Einstellung. Wenn man da hinklickt, gibt es einen IS-Modus ein- oder aus. Den kann man nur ein- oder ausschalten. Also entweder läuft der Stabilisator oder er stabilisiert eben nicht. Und wenn ich jetzt diesen dynamischen IS dazu schalte, den kann ich steuern in drei verschiedenen Stufen. Also gering, Standard und hoch. Da habe ich ein bisschen Beispielmaterial dazu gemacht, das wir uns jetzt gleich mal ansehen. Da sieht man schon, die erste Version ist mit der Einstellung gering aufgenommen. Standard ist okay und bei hoch funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Da ist es noch besser. Also meine Empfehlung, wenn ihr kein Stativ habt, nicht mit Stativ filmen könnt, dann schaltet den Bildstabilisator auf jeden Fall ein und versucht, dennoch die Kamera möglichst ruhig zu halten. Dieser dynamische IS, der funktioniert vor allem dann ganz gut, wenn man sich bewegt, also wenn man Schritte macht, dann gleicht der auch nochmal relativ gut aus. Aber den Standard-Bildstabilisator sollte man immer eingeschaltet haben, wenn man denn aus der Hand filmt. Was gibt es noch zu sagen? Was man immer mal wieder sieht, was ganz witzig aussieht, sich auch für Urlaubsvideos anbietet, sind Zeitraffer-Videos zum Sonnenuntergang oder irgendwas oder von vorbeifahrenden Schiffen im Hafen. Also so Zeitraffer kann die G5X Mark II natürlich auch. Die ruft man am besten über das Kameramenü auf. Schauen wir uns das mal an. Hier das Kameramenü. Hier sieht man den Befehl Zeitraffer Movie. Der ist jetzt deaktiviert. Und der ist nur deshalb deaktiviert, weil ich die Kamera hier gerade per HDMI an meinen Computer angeschlossen habe, um eben dieses Live-Bild hier aufzunehmen. Das heißt jetzt aber auch, wenn ich über einen externen HDMI-Rekorder aufzeichne, kann ich keine Zeitraffer-Videos machen. Also das sollte man wissen, falls man denn hier wirklich einen externen Rekorder anschließt. Gut, dürfte recht selten sein, aber trotzdem der Vollständigkeit halber sei das mal hier erwähnt. Aber grundsätzlich, die Zeitrafferaufnahmen sind selbsterklärend. Man muss eigentlich nur angeben, es gibt drei verschiedene Modi, die man auswählen kann für eher sehr langsame Bewegungen. Dann werden relativ in großen Intervallen Bilder gemacht oder für mittlere oder eben für schnelle Bewegungen. Und dann passt die Kamera eben die Framerate dementsprechend an. Funktioniert also wirklich kinderleicht. Eine Sache hat mir bei der kleinen G5X wirklich gut gefallen, nämlich sie hat eingebaute ND-Filter. ND heißt Neutral Density, also neutral dichte Filter, also quasi Graufilter, die Licht reduzieren. Der Gag an der Sache, normalerweise braucht man ja viel Licht, aber wenn ich jetzt Videos aufnehme, zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, Hochzeitsvideo und ich habe die Braut relativ close, also relativ nah im Bild,
habe sehr, sehr viel Licht und möchte jetzt den Hintergrund in Unschärfe gestalten, brauche dann eine sehr weit geöffnete Blende dazu. Also vorausgesetzt, ich belichte hier meine Videos manuell. Dann, wenn sehr viel Licht da ist, dann schaffe ich es möglicherweise nicht, korrekt zu belichten, weil eben, also es wird überbelichtet, wenn ich die Blende sehr weit öffne, um den Hintergrund unscharf zu gestalten. Dann kommen diese ND-Filter ins Spiel. Je intensiver die ND-Filter, also je mehr Licht reduziert wird durch diesen eingebauten ND-Filter, desto mehr kann ich mit offener Blende arbeiten und dann eben auch den Hintergrund unscharf gestalten. Das ist eine ganz coole Sache, die auch über das Kameramenü aufgerufen wird. Schauen wir uns das mal kurz an. Hier im zweiten Register ND-Filter ein und aus. Es gibt nur eine Stufe der ND-Filter. Normalerweise arbeitet man, deswegen habe ich das vorhin gesagt, mit verschiedenen Stärken von ND-Filtern. Das sind dann Aufschraubfilter, die vorne aufs Objektiv geschraubt werden. Aber hier hat man zumindest eine Stufe, die dann eben deutlich das Licht reduziert. So, das soll es jetzt mal gewesen sein mit einem Überblick über die neue G5X Mark II und ihre Qualitäten als Filmkamera. Wie ihr jetzt wisst, ist die kleine Kompakte von Canon zwar ganz gut für sorglose und unkomplizierte Videos, eine ausgesprochene Spezialistin ist sie aber nicht. Es liegt vor allem an der fehlenden Tonaussteuerung, dem fehlenden Mikrofonanschluss und ein bisschen eingeschränkter Flexibilität bei den Aufnahmeformaten. Wir werden zu Edelkompakten noch weitere Videos machen, unter anderem zu den Kreativfiltern. Wenn ihr euch für weitere Themen besonders interessiert, schreibt es uns einfach unten in die Kommentare und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos zur G5X Mark II. Ihr verpasst aber auch keine unserer vielen Tipps zum digitalen Leben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier bei Bildner TV bald wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund, seid kreativ, habt Spaß mit der Kamera. Ciao.